Make the ground shake. Willkommen Leute, hier ist wieder euer Fred von der Deadpool Society. In diesem Video werde ich mal den neuen Spielmodus Rift testen. Ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Ich habe nur ungefähr eine Ahnung, was man da machen muss. Ich werde einfach mal auf gut Glück meine alte Ausrüstung hier einsetzen. In der Hoffnung, dass es dass alles noch in Ordnung ist. Und ja, mal gucken, was mich erwartet. Wie ihr seht, ich habe mir den Geist geholt. Habe Licht 167. Trage die toten Orbit-Sachen für den Auftrag hier. Bin mal gespannt. Naja, mal gucken. Ich denke mal, das wird, ich werde kläglich versagen. So, da bin ich wieder. Ja. Gucken wir mal, mit wem wir es hier so zu tun haben. Der Steffen ist dabei. Steven ist gegen. Ah, okay. Viele haben natürlich neuen Sachen drin. Bannerfall, die letzte Stadt der Erde. Okay. Puh. Ach du Kacke. Okay. Nicht nur neuer Spielmodus, auch noch neue Map. Ich werde wahrscheinlich total überfordert sein. Rift. Alpha Team. Ich lass mich mal überraschen, was ich machen muss. Hey, eine neue Grimoire-Karte bekommen. So. Erstmal gucken. Dann laufen wir hier lang. Ah, da ist der Funken. Da oben sitzt einer. Der Funke ist bereit. Nimm ihn. Oh, wo, hä? Oh Mann. Geht schon gut los hier. Ich bin schon wieder total überfordert. Läufer verteidigen. Ja, würde ich gerne, wenn ich wüsste, wo er ist. Ist ja schon wieder was für mich. Ich habe einen. Oh, und bin wieder tot. Ich glaube, ich wechsle mal auf meinen alten Kumpel. Wir führen auf jeden Fall. Das ist auch schon mal etwas. Alter, Walter. Ihr Funke ist verfügbar. 100 Punkte habe ich schon mal. Ist doch schon mal was. Feindlicher Läufer wurde neutralisiert. Ich hab noch einen. Voll. Bin hier voll im Laufe. Wird aufgeladen. Wo? Kleiner Bild. Ist raus. Also vom Prinzip her weiß ich, was man machen muss. Man muss halt dieses komische Ding da holen und in die andere Zone bringen. Das Problem ist daran, ich sterbe einfach zu oft.
Und ich kenne die Map noch nicht. Feindlicher Läufer kommt. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Feindlicher Läufer. Yeah. Bitch. Ach. Mit den. Der hat mich jetzt nicht mit der Necrochasm getötet, oder? Oh, schwere Moon. Wo ist er? Der Funke ist. Oh Mann. Auf jeden Fall auch unten links die Grafiken, die sind ein bisschen anders. Und ich werde natürlich keine Schwermung kriegen. Ist ja klar. Warum auch? Alter Falter. Ja, wenigstens Sperrmunition habe ich gekriegt. Also, ich sag ja, ich Prädizeitmesser aus der Entfernung. Ich werde kläglich versagen hier. Der Läufer hat den Funken. Läufer nähert sich dem Riff. Sie haben euren Funkenläufer bezwungen. Also es kann nur besser werden. Das ist auch mein erstes PvP-Live-Kommentar. Siehst du? Da fängt es schon an. Ist alles neu für mich, dass ich PvP-Live kommentiere. Habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Bereit. Nimm ihn. Und ja. So, mal gucken. Hey, habe ich das Ding nicht genommen? Will mich verarschen oder was? Verteidigt euren Läufer. Ja, also, habt ein bisschen Einsicht. Mit meinem Geschwafel hier. Ich versuche, dass es bei den nächsten Spielen besser wird. Der Funke ist eingetroffen. Euer Läufer hat den Funken. Mal den Kollegen. Das ist natürlich ein richtiges Camper-Spiel, jetzt ohne Scheiß. Sie haben euren Funkenläufer aufgehalten. Deswegen werden wir wahrscheinlich mal hier. Machen wir mal den roten Tod. Und Predator Rache mal jetzt testen. Funke wird aufgeladen. Also wir führen auf jeden Fall, das ist doch schon mal etwas. Du hast schwere Munition. Ich werde wahrscheinlich wieder keine schwere Mun kriegen. Ja. Sag ich ja. Ich bin auch einer, der im PvP gerne mal laut ausrastet und völlig anfängt zu fluchen. Und das kann schon mal vorkommen. Deswegen, ich muss mich hier echt tierisch beherrschen. Feindlicher Läufer wurde neutralisiert. Also der rote Tod läuft auf jeden Fall schon mal besser. Wo kommt... Das sind wieder so Maps, erstens aus der Entfernung mit der Necrochasm, ist klar. Zweitens,
so Maps, die über mehrere Ebenen gehen, boah, da krieg ich einen Affen bei, ey. Ohne Kack. Das ist ja nichts für mich, ey. Dein Team hat das Rift in Brand gesetzt. Dieser Visa-Einstieg, der geht mir so auf den Keks, ey. Oh Mann. Aber man muss das positiv sehen. Wir führen. Ich glaube, das Ziel des Spiels ist, halt in die gegnerische Zone zu kommen. Warum? Jetzt mal ohne Kack. Den habe ich gerade mit dem Klingentänzer getötet, oder? Guckt nochmal nach, spult nochmal zurück. Wie kann der schon wieder Klingentänzer haben? Das sind Sachen, die, verstehe ich nicht. Feindlicher Läufer wurde aufgehalten. Ich bin nicht auf der Kette. Funke lädt. So, wollen wir nochmal versuchen, das Ding hier einzu. Haltet den feindlichen Läufer auf! Feindlicher Läufer in der Nähe! Feindlicher Läufer! So, gehen wir jetzt auch mal ein bisschen verteidigen, ne? Schwere Munition kommt! Schon wieder schwere Munition? Ich glaube, das ist schon die dritte schwere Munition in diesem Spiel. Und ich hab sie nicht einmal bekommen. Funke wird aufgeladen. Ich das einfach verchecke. Schwere Munition verfügbar. Jetzt aber. Ja, yeah. Ich hab schwere Munition. Jetzt geht's ab hier. Jetzt geht die Post ab. Der Funke ist verfügbar. Da. Zack. Uff da. Ohne Kack, da ist ein Fußball. Gegner hat den Funk. Zack! Erste Live-5er-Kill-Serie. Ich werd bekloppt. Zack, nächste. Ach, hör auf mit deiner blöden Granate. Lars M. Du bist Kacke. Offiziell Lars M, wenn du mich hörst. Ist Kacke. So, Klingentänzer. Auf geht die wilde Fahrt. Der Funke ist eingetroffen. Dass wir wenigstens gewinnen. Achso, ich habe ja noch den... Sieg! Wir haben gewonnen! Ich war kacke, aber wir haben gewonnen. Das ist doch schon mal etwas. Yay! Das war also Rift. Vom Prinzip her habe ich es verstanden. Praktisch gesehen habe ich verkackt. War nicht anders zu erwarten. Ich habe 21 Kills. Wie auch immer ich das geschafft habe, aber ich habe 21 Kills, habe als einziger in meinem Team nichts bekommen. Ist auch schon nett. Gut, das war's mit diesem Video, Leute. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Ich würde mich echt freuen darüber. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt sauber. Euer Fred.